Lamy, wie du weißt, sind wir, das FBI, dafür zuständig, dass Brookhaven immer in Sicherheit bleibt. Genau. Und wie du auch weißt, sind das hier auf der Liste die meistgesuchtesten Verbrecher und Bösewichte aus ganz Brookhaven. Genau. Und jetzt habe ich eine schlechte und eine gute Nachricht. Welche möchtest du zuerst hören? Die schlechte Nachricht? Na gut, dann fangen wir mit der guten Nachricht an. Ja, dann halt mit der guten Nachricht. Der Verbrecher Moonstar wurde heute in Brookhaven fündig gemacht. Oh, super. Das heißt, wir können ihn schnappen, oder? Ja, aber kommen wir zur schlechten Nachricht. Er hat etwas Böses geplant und zwar kommt er gerade frisch vom Mond und er hat ein Gift mitgebracht, mit dem er ganz Brookhaven vergiften will. Was? Er möchte ganz Brookhaven vergiften? Das ist gar nicht gut. Na los, sag mir, wo befindet sich Moonstar? Ich werde ihn auf jeden Fall direkt schnappen. Genau das möchte ich von dir hören. Moonstar befindet sich gerade auf der Karete. Was? Karete? Ganz genau, auf der Karete. Was? Karete. Wo? Na, in der Karete, Lamy. FBI-Chef, ich glaube, Sie meinen Rakete und nicht Karete. Wie auch immer. Du musst jetzt auf jeden Fall losgehen zur Rakete und schnapp dir diesen Moonstar und sperr ihn sofort ins Gefängnis ein. Und danach können wir erstmal dick was essen gehen. Oh, war ja klar, dass du wieder nur ans Essen denkst, aber ja, ich mach mich jetzt schon direkt auf den Weg und such diesen Moonstar in der Karete, Rakete, oh Mann. Okay, Leute, ich glaube, da vorne habe ich die Rakete gefunden. Oh Mann, ey. Und die kommt gerade frisch aus dem Mond. Alter, die sieht ja wirklich abgefahren aus. Na gut, wenn die Informationen stimmen, dann sollte sich Moonstar, der Verbrecher, genau hier in der Rakete befinden. Na gut, um hier reinzukommen, habe ich auch schon das perfekte Equipment dabei. Und zwar habe ich einmal mein SWAT-Schild, dann habe ich noch meine Taschenlampe, meine Waffe, meine Handschellen und natürlich mein Baby. Mein Baby? Das gehört mir doch gar nicht. Weg damit. Na gut, Freunde, ich würde sagen, wir schleichen uns hier rein. Oh Mann, ich muss ehrlich sein, ich war noch nie hier in einer echten Karete. Oh, ich meine eine Rakete. Oh Mann, ey. Na gut, dann wollen wir mal das Ganze hier besichtigen. Und hier irgendwo sollte sich der Verbrecher Moonstar befinden. Oh Mann, das ist wohl der Eingang, oder? Klopf, klopf. Wie kommt man hier rein? Oh, Alter. Abgefahren. Hallo? Okay, ich glaube, ich muss jetzt leise sein und mich auf jeden Fall beschützen. Denn wie man hier sieht, der Verbrecher Moonstar arbeitet also ganz, ganz viel mit giftigen Gasen rum. Er meint es also wirklich ernst. Er möchte ganz Brookhaven vergiften. Und wir zusammen müssen Brookhaven retten. Bald ist es soweit. Bald wird mein Gift fertiggestellt und dann werde ich ganz Brookhaven vergiften können. Brookhaven wird nichts mehr als Staubkrümel sein. Gut, dann wollen wir mal hier hochgehen. Hier sieht es einfach so abgefahren krass aus. So abgespaced und irgendwie auch sehr seltsam. Na gut, Moment mal. Hier ist ein Kühlschrank. Was befindet sich dort drinne? Und eine frische Cola. Oh, wie lecker. Oh, Moment mal. Habt ihr das gehört? Das war Moonstar. Er befindet sich hier wirklich in der Rakete drinne. Oh Mann, ich glaube, er ist sogar eine Etage über mir. Na gut, Freunde, dann wollen wir mal das Ganze angehen. Und los geht es. Soweit, niemand kann mich mehr stoppen. Das Gas wurde fertiggestellt. Ich muss nur noch diesen einen Knopf drücken und dann wird Brookhaven vergiftet. Und stehen geblieben. Da habe ich dich, Moonstar. Keine falsche Bewegung oder ich werde dir den Kopf wegblasen. Wer bist du und wie hast du es hier reingeschafft? Oh Mann, ey. Ja, Kollege Schnürschuh, ich kenne mich halt top aus mit Raketen. Oh Mann, ey. So, mein Freund, diese Zelle
ist ab sofort dein neues Zuhause. Viel Spaß und hier wirst du niemanden vergiften können. Haha, oh Mann, was war das denn bitte für eine lange Nacht? Aber ich glaube, nach diesem Abenteuer brauche ich auf jeden Fall erstmal etwas zu essen. Oh Mann, da sind wir endlich. Und was gibt es Besseres, als nach der Arbeit etwas Dickes zu essen? Oh Mann, da wären wir. Na gut, ich hätte gerne ein Burger-Menü mit einem extra Donut dazu. Ein Burger-Menü und ein extra Donut, alles klar. So. Hey, ein Burger-Menü und ein extra Donut, bitte. Mach schnell. So, einen kleinen Moment bitte, ja? Oh Mann, alles klar. Na gut, aber Freunde, schreibt ihr mal jetzt in die Kommentare, was ist eigentlich euer Lieblingsessen? Das wird mich auf jeden Fall mega interessieren. Meins ist auf jeden Fall Burger. So, da wären wir einmal. Das Burger-Menü und noch dein Donut. Du hast sogar Glück gehabt, denn das hier ist der allerletzte Donut, den wir heute noch haben. Oh Mann, was? Dann werde ich ihn ja nur umso mehr genießen. Let's go! So, nach der Arbeit muss ich erstmal etwas gegönnt werden. Und zwar ein dicker Burger und natürlich mein Lieblingsdonut. Yeah. Oh, wen haben wir denn hier? Ist das nicht der super FBI-Agent, der den Moonstar geschnappt hat? Dieses Essen hast du dir auf jeden Fall verdient, mein Kleiner. Und ich werde mir jetzt auch mein Burger-Menü abholen mit meinem Lieblingsdonut. Yeah! Oh Mann, ey, der FBI-Chef denkt wirklich jeden Tag nur ans Essen. Und ich glaube, diesen Donut wird er sowas von schnell verspeisen. Moment mal, Donut? Hat er gerade Donut gesagt? Die haben doch keine Donuts mehr. Ein Burger-Menü und ein Donut. Tut mir leid, Officer, aber Donuts haben wir leider nicht mehr da. Der Junge da vorne hat den letzten Donut geschnappt. Was? Der Junge da vorne, etwa Lami, hat den letzten Donut geschnappt. Du weißt, was das bedeutet, oder? So, ganz langsam wegschleichen. Bleib sofort stehen! Oh, oh Mann, es tut mir doch leid. Woher sollte ich wissen, dass es der letzte Donut war? Na gut, meine lieben FBI-Agenten. Vergesst alle Brookhaven-Verbrecher, die ihr kennt. Ab heute gibt es nur noch Lami. Den müssen wir schnappen, aber dringend. Was er getan hat, ist unverzeihlich. Den müssen wir sofort schnappen, so schnell wie es geht, diesen Verbrecher. Oh oh, das ist gar nicht gut. Ich glaube, ich sollte lieber verschwinden. Da ist er! Los, schnappt ihn euch, los! Ich muss abhauen! Kaufen Sie sich jetzt den Traumhaven 3000, denn damit kannst du deine eigenen Träume steuern und kontrollieren. Jetzt nur für 49 Euro im Brookhaven Supermarkt. Alter, wie abgefahren. Der Traumhaven 3000, damit kann man die eigenen Träume kontrollieren. Das brauche ich. Hey, mein Sohn, da bin ich wieder. Ich war gerade im Supermarkt und hab dir so ein Spielzeug gekauft. Traumhaven 3000 heißt das. Oh, was? Mama, du bist die Allerbeste. Dankeschön. Das wollte ich mir gerade sowieso kaufen. Let's go. Oh Mann, ich werde meine eigenen Träume kontrollieren können. Na gut, dann wollen wir das Ding einfach mal aufsetzen. Wow, Alter. Die sieht ja mal abgefahren aus. Und das Einzige, was ich jetzt machen muss, ist einfach nur schlafen. Let's go. Dann wollen wir mal. Oh Mann, na gut, dann wollen wir mal in die Schule gehen und irgendwie fühlt sich das alles noch mega komisch an. Aber warum denn? Ich gehe doch einfach nur zur Schule. Moment mal, ist da ein Pferd? Was macht denn da ein Pferd hier? Das ist ja mal echt seltsam. Wo ist das Pferd hin? Das ist echt komisch, das kommt mir alles vor wie ein Traum. Moment, stimmt mal. Ich bin doch gerade am Träumen. Das heißt, ich bin hier wirklich gerade in meinem Traum und kann ihn kontrollieren. Oh Mann. Na gut, dann wollen wir mal abchecken, was hier so in der Brookhaven Schule abgeht. Oh, der Schulmobber. Das ist ja mal gar nicht gut. Das ist ein Albtraum. Hey, Lami, was machst du denn hier in meinem Traum? Verzieh dich. Was?
Was hast du gesagt? In deinem Traum? Moment mal, du bist doch in meinem Traum. Geh raus aus meinem Traum. Oh nein, ich weiß ganz genau, du bist nicht echt. Ich bin hier am Träumen und du bist einfach nur eine Vorstellung hier in meinem Traum. Nein, 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 stopp mal. Du willst mich jetzt nur verwirren. Ich weiß ganz genau, ich bin am Träumen mit dem Traumhaven 3000. Das weiß ich ganz genau. Moment mal, was? Du bist auch am Träumen mit dem Traumhaven 3000? Ich aber auch. Aber du willst mir jetzt nicht sagen, dass wir beide in demselben Traum gefangen sind, oder? Moment mal, was? Du bist auch gerade am Träumen mit dem Traumhaven 3000 und ich auch? Das heißt, wir beide sind also wirklich in demselben Traum? Oh Mann, irgendwie ist das ja wirklich abgefahren. Ja, Lami, da muss ich dir recht geben, auch wenn ich dich nicht mag. Hier, dieser Traumhaven 3000 ist wirklich abgefahren und wir können wirklich alles machen, was wir wollen. Alles machen, was wir wollen? Oh, wow, wer ist denn das, schöne Mädchen? Moment mal, das ist doch ein Crush von mir. Oh Mann, ich traue mich aber nicht, sie anzusprechen. Hey, du Weichei, hast du vergessen? Das ist ein Traum und du kannst hier wirklich alles machen, was du willst. Ich werde sie einfach mal beweisen. Dann wollen wir mal. Hey, ich wollte dir einfach nur sagen, dass du mega hässlich bist und deine Klamotten finde ich auch mega billig. Wie kannst du sowas nur sagen? Nimm das! Oh Mann, ey, ist alles in Ordnung bei dir? Oh Mann, dafür, dass es ein Traum ist, hat das ja mal mega gezwiebelt. Eine Frage stelle ich mir aber die ganze Zeit. Wie verlassen wir eigentlich diesen Traumschulmobber? Das ist eine Sache, die wollte ich gerade ansprechen. Und zwar stecke ich schon seit 8 Stunden in diesem blöden Traum fest und ich komme hier leider nicht mehr raus, Lami. Wir haben ein dickes Problem. Aus diesem Traumhaven kann man nur entkommen, wenn du in Real Life deine Brille absetzt. Moment mal, was? Ich kann nur aus meinem Traum entkommen, wenn man in Real Life die Brille absetzt? Oh Mann, aber das kann ja nur meine Mutter machen und die ist gerade nicht in meinem Zimmer. Das ist gar nicht gut. Ich muss schnell nach Hause gehen. Okay, im echten Leben liege ich eigentlich in meinem Zimmer. Das heißt, genau hier. Aber hier bin ich ja nicht. Na gut, stimmt. Das ist ja auch alles nur ein Traum. Oh Mann, ey. Okay, Schulmobber, wir haben ein dickes Problem, muss ich dir wirklich sagen. Hey, ich bin wieder zu Hause. Hey, bist du durchgeknallt? Du hast gerade meiner Mutter eine verpasst. Oh, das war deine Mutter? Tut mir leid, Bro, aber ich dachte, das wäre eine Einbrecherin oder sowas. Du kannst doch nicht einfach meine Mutter vermöbeln. Du bist echt ein Monster. Wo war ich gerade? Ich habe gerade geträumt, dass ich dich gesehen habe, Lami. In deinem Zimmer mit irgendeiner komischen Brille auf. Sag mal, was war das denn für ein komischer Traum? Moment mal, was sagst du da? Meine Mutter hat gerade geträumt, dass ich mit einer Brille geschlafen habe. Das kann nur eins bedeuten. Sie war gerade im echten Leben. Und sie muss mir also die Brille absetzen, ganz genau. Hey, Mama! Hey, Schulmobber! Was machst du denn da schon wieder? Du kannst doch nicht meiner Mutter nochmal eine verpassen. Na, aber sicher doch. Sie soll dir im Traum die Brille absetzen. So war das doch geplant, oder nicht? Oh Mann, du Idiot. Vielleicht muss ich ihr das erstmal erklären. Wie wär's damit? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Na, oh, ja. Stimmt, da hast du recht, Lami. Okay, Mama, ich hoffe, du hast den Plan verstanden. Wenn du gleich träumst, dann musst du mir unbedingt die Brille absetzen, damit ich wieder ins echte Leben zurückkehren kann. Okay, ich glaube, ich hab's verstanden. Ich werde dir im Traum die Brille absetzen. Na gut, sag mir einfach nur, wann es losgehen soll. Genau jetzt! Oh Mann, du bringst sie gleich noch um, wenn du ihr 10-mal auf den Kopf haust. Hey, sie fühlt doch eh keinen Schmerz. Sie ist nur ein Traumcharakter. Und außerdem, denkst du wirklich, dass dieser Plan funktioniert? Um ehrlich zu sein, weiß ich es auch nicht, Schulmobber. Aber ich hoffe mal, dass der ganze Plan hier funktioniert. Yo, Mann, wo bist du? Hey, Lami, du bist verschwunden. Wow! Oh, Moment mal. Mama, bin ich wieder im echten Leben? Ja, in welchem Leben soll's denn sonst sein?
Aber naja, Lami, ich hab dich geweckt, da du die Schule gleich verpasst. Moment mal, ich muss erstmal etwas ausprobieren. Na gut, dann wollen wir mal. Wenn ich jetzt den Schmerz spüre, dann träume ich nicht mehr. Und wenn es keinen Schmerz gibt, dann bin ich noch in der Traumwelt gefangen. Und... okay. Das ist auf jeden Fall kein Traum mehr. Na gut, dann wollen wir mal zur Schule. So, da wären wir. Und... Wo ist denn der? Der Schulmobber? Oh, ich glaube, ich habe da was vergessen. Oh Mann, wann komme ich denn endlich raus aus dieser blöden Traumwelt? Oh Mann, ey, das ist so traurig. Hey Bro, warum heulst du denn jetzt schon wieder rum? Was ist los mit dir? Hier sind so viele Zuschauer, die meine Videos gucken, aber die wollen einfach den Kanal nicht abonnieren. Und sag mal, deswegen heulst du rum? Oh Mann, ey Lami, was soll das denn aber? Das ist echt total traurig. Wie kann man nur sowas machen, Leute? Abonniert jetzt den Kanal, sonst müssen wir die ganze Zeit rumheulen. Oh, stimmt, Leute. Abonniert bitte diesen Kanal. Oder ich muss den ganzen Tag einfach nur weinen. Moment mal. Lami, wir haben doch eine Mission. Hast du vergessen? Was? Oh Mann, stimmt ja. Wir haben eine geheime kriminelle Verbrechermission. Ganz genau, Bro. Wir haben eine kriminelle Verbrechermission. Und zwar müssen wir jetzt die Bank ausrauben. Genau jetzt ist die perfekte Uhrzeit. Oh yeah, ganz genau. Und du bist auch ganz davon überzeugt, dass wir das zusammen durchstehen, oder? Aber natürlich, mein Bruderherz. Wir zusammen machen das. Wir ziehen das durch. Und wenn einer von uns fallen sollte, dann fallen wir nur zusammen. Wir beide gegen den Rest der Welt für immer. Oh ja, wir beide halten immer zusammen. Na gut, dann lass uns einfach losgehen. Okay, Bro, wir sind jetzt hier in der Bank. Du musst nur noch die Tür aufbrechen. Oh, nichts leichter als das. Ich bin doch der Schlossknacker. Gib mir nur eine halbe Sekunde und so. Ich hab sie geknackt. Oh, sehr gut, aber... Dieses Schloss kannst du, glaube ich, nicht knacken, oder? Das ist so ein dickes Tresor. Das kann man doch nicht einfach mit ein paar Tricks knacken, oder? Ja, Bro, da hast du ganz recht. Aber da gibt es nur eine Lösung, denn jedes Schloss kann man knacken. Und zwar mit dieser Bombe! Oh, wow, okay, ich schnapp mir das Geld. Und wir ziehen das jetzt wirklich durch. Lass uns abhauen! Mann, ey, ich kann's nicht glauben. Wir haben es wirklich geschafft, die Brookhaven Bank auszurauben. Oh oh. Bro, wir wurden erwischt. Dachtet ihr wirklich, ihr kommt so leicht davon? Oh nein, ihr beide kommt jetzt mit mir mit ins Gefängnis. Oh Mann, Bruderherz. Das ging ja mal mega in die Hose. Und jetzt sitzen wir hier im Knast. Das kann doch nicht wahr sein. So, die erste Person, die mit mir zum Verhör geht, ist Lamis Bruder. Na los, komm mit mir mit. Okay, mein Bruder. Ich vertraue dir. Du weißt, was wir gesagt haben. Wir halten immer zusammen und wir verraten uns nicht. Wir schweigen und wir sagen ihnen kein Wort, okay? Ja, ganz genau, Bro. Vertrau mir schon, keine Sorge. Oh Leute, ich vertraue meinem Bruder. Der würde niemals etwas Falsches über mich sagen. Aber vielleicht kann ich ja hier an der Wand hören, was die da so reden. Ich lausche mal ein bisschen hier mit. Na los, verrate mir, wer ist der Kopf der Bande und wer zieht die ganzen Fäden im Hintergrund? Frau Kommissarin, ich sage Ihnen jetzt die Wahrheit. Der Kopf der Bande ist Lami und er hat alles geplant mit dem Banküberfall. Und außerdem hat er mich auch noch dazu gezwungen, wirklich. Sie müssen mir glauben, er hat alles eingewickelt mit dem ganzen kriminellen Zeug. Eigentlich bin ich kein Verbrecher, Sie müssen mir wirklich glauben. Haha, also lag ich ja doch richtig. Lami ist der schwere Verbrecher und du wurdest nur gezwungen. Na gut, dann wirst du diese Aussage auch vor dem Richter tätigen, richtig? Ganz genau. Ich bin unschuldig. Lami ist der, den ihr sucht.
Er ist der schwere Verbrecher. Okay, das heißt, du kommst frei und für Lami gibt es ganze 10 Jahre. Aber was? Mein Bruder hat mich verraten und außerdem auch noch betrogen und gelogen. Das stimmt gar nicht. Ich habe hier gar nichts geplant. Das war unsere Idee, unsere gemeinsame Idee. Und nicht nur die Idee von mir. Der lügt, er lügt. Mein Bruder lügt, nein! Lami, 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 ich wusste es doch. Du bist also der Kopf der Bande und für dich gibt es ganze 10 Jahre und dein Bruder ist jetzt wieder auf freiem Fuß. Tja, Lami, so funktioniert das ganze Spiel. Ja, ciao, ciao. Nein, nein, nein! Fünf, vier, drei, zwei, eins und... So, Lami, die 10 Jahre im Knast hast du damit erfolgreich abgesessen. Du kannst jetzt wieder rausgehen. Oh yeah! Die 10 Jahre sind endlich vorbei. Auf diesen Tag habe ich, ja, 10 Jahre gewartet. Oh Mann, endlich ist es soweit. Und ich habe mich entschieden, Freunde. Ich werde mich bei meinem Bruder rächen. Ganz genau. Also ich werde ihn jetzt nicht zusammenschlagen oder so. Aber ich werde so hart arbeiten, um so viel Geld zu verdienen, damit ich erfolgreicher als er bin. Und dann werde ich so viel Geld verdienen, wie er noch nie verdient hat. Ganz genau. Oh. Alter, was ist denn da hinten für ein krasses Haus? Da sollte ich, glaube ich, mal einen kleinen Abstecher machen. Und in den 10 Jahren habe ich wirklich so viele Bücher gelesen und so viel nachgedacht. Ich werde mich auch ändern. Ich werde nie wieder kriminell sein, ganz genau. Ich werde mein ganzes Geld auf legaler Weise verdienen. Oh. Wow, das ist aber ein schönes Haus. Da könnte ich ja theoretisch einbrechen. Also, nein, das habe ich natürlich nicht mehr vor. Sowas mache ich nicht mehr. Auch wenn dieses Auto hier so frei rumsteht, das könnte ich ja total einfach klauen. Aber nein, Freunde, ich habe mich natürlich im Gefängnis geändert und die 10 Jahre waren natürlich genug Zeit. Hm? Moment mal, das ist doch mein Bruder, oder? Warte mal, wirklich, das ist mein Bruder! Hey, Bruder, lass mich sofort rein! Hey, kann ich dir irgendwie helfen, Fremder? Wer bist du denn eigentlich? Fremder, sagst du? Hör mal, ich bin dein Bruder. Dein Bruder, den du im Gefängnis sitzen lassen hast. Hast du nicht vergessen, was du gesagt hast? Wir machen alles zusammen. Und wenn einer von uns fällt, dann fallen wir zusammen. Und du hast mich einfach verraten und unschuldig im Gefängnis sitzen lassen. Für 10 ganze Jahre. Oh, oh, Lami, du bist es. Ja, tut mir leid für das Ganze. Ich durfte einfach nicht meine Karriere aufs Spiel setzen, denn jetzt bin ich ein erfolgreicher Unternehmer. Ich arbeite fürs Fernseher und ja, ich drehe Filme und sowas. Ist das nicht cool? Du bist also ein erfolgreicher Unternehmer, hast ein schönes Haus, ein schönes Auto und eine schöne Frau. Und deinen Bruder hast du einfach so sitzen lassen? Oh Mann. Weißt du was? Ich werde mich noch rächen bei dir. Du wirst noch sehen. Okay, mein Bruder arbeitet also fürs Fernseher und dreht Filme. Aber was mein Bruder kann, das kann ich schon lange besser. Deswegen werde ich jetzt auch zum Fernsehstudio gehen und mal gucken, ob ich auch so ein Filmchen drehen kann. Ich meine, ich könnte vielleicht einen Film darüber machen, dass mein Bruder mich verraten hat. Und stimmt, ich könnte einfach mein Leben verfilmen. Ja, ganz genau. Die Leute wollen bestimmt eine wahre Geschichte hören, wie mein Bruder mich verraten hat und mich im Gefängnis stehen lassen hat. Ganz genau. Na, dann wollen wir mal. Wo finde ich denn hier ein paar Leute? Ich glaube, die zwei könnte ich ansprechen. Das ist ein Desaster. Unsere Klickzahlen gehen immer weiter runter. Ich glaube, wir brauchen irgendwas Neues. Die Zuschauer brauchen Action. Die langweilen sich alle. Ja? Da hast du auf jeden Fall recht. Aber uns gehen die Schauspieler alle aus. Und wir haben keine gute Geschichte, die wir verfilmen können. Wir brauchen eine neue Story. Hey, ihr zwei. Ich habe da so eine kleine Idee. Falls ihr Action braucht,
Dann können wir ja theoretisch mein Leben verfilmen. Also ich war 10 Jahre lang im Gefängnis, weil ich mit meinem Bruder eine Bank überfallen habe und der hat mich dann sitzen lassen, weil er mich verraten hat und dann... Oh Mann, ich glaube... Oh ja, ich glaube, wir haben unseren neuen Schauspieler gefunden und unsere super neue Geschichte. Oh Mann, jetzt kann mich und meinen Bruder nichts mehr aufhalten. Wir haben das ganze Geld. Hahaha, denkst du? Du musst mit mir ins Gefängnis und dein Bruder auch. Und Cut. So, diese Szene haben wir jetzt auch aufgenommen. Ich glaube, wir brauchen nur noch eine letzte Szene. Und wir wissen alle ganz genau, welche Szene, oder? Oh ja, wenn wir die letzte Szene aufgenommen haben, dann haben wir den ganzen Film im Kasten. Dieser Film wird ein Banger sein. Und ganz Brookhaven ist schon gespannt auf den Film. Wir haben so viel Werbung dafür gemacht. Jeder hier in Brookhaven möchte endlich den neuen Actionfilm von Lami sehen. Oh Mann, ey Leute, gute Arbeit. Und jetzt kommen wir zur letzten Szene, die wir aufnehmen müssen. Dann ist der Film perfekt. Oh Mann, ich freue mich wirklich schon so auf den Film von mir. Moment mal. Mein Bruder, was machst du denn hier? Hey Lami. Wie geht's dir, Bruderherz? Ich habe gehört, dass du bald einen neuen Film raushaust und der soll ja wirklich ein Banger sein. Und ich freue mich ehrlich gesagt auch schon mega doll auf den Film. Ich bin wirklich stolz auf dich, Bruder. Ja, der Film wird wirklich mega, mega gut, aber wir brauchen noch eine letzte Szene, die wir aufnehmen müssen für den Film. Aber Bruder, ich muss wirklich sagen, ich bin immer noch stinksauer auf dich. Du hast bis heute nicht zugegeben, dass du auch an dem Überfall beteiligt warst und hast die ganze Schuld auf mich geschoben. Oh, Lami, ist es das, was du hören willst? Na gut, das bin ich dir schuldig. Es tut mir wirklich leid und ja, ich war auch an dem Plan beteiligt. Ich hätte auch im Gefängnis sein sollen für die 10 Jahre. Es tut mir wirklich leid. Ich war auch der Schuldige. Oh ja, das wollte ich hören. Und jetzt haben wir auch die letzte Szene für den Film abgedreht. Was? Was soll das denn heißen? Die letzte Szene, wurde ich etwa auch gefilmt? War das auch ein Teil von deinem Film hier? Ganz genau. Und jetzt, wo wir das live auf Kamera haben, wie du zugegeben hast, dass du auch der Schuldige bist, kommst du jetzt endlich auch ins Gefängnis und du bekommst endlich deine richtige Strafe, Bruder. Was? Wie? Wie kannst du nur? Oh Mann, ich werde dir das alles heimzahlen, Lami. Ja, ja, ist klar. Wir sehen uns dann in 10 Jahren wieder. Haha. Ah, die Polizei jagt mich. Ich muss schnell verschwinden. Endlich haben wir die Zielperson gefunden. So, Lami, ich wollte schon lange mit dir reden. Moment mal, du bist doch Herr Goldmann. Du bist der reichste Mensch in ganz Brookhaven. Und ich war deine Zielperson? Moment mal, warum das denn? Ich habe einen Auftrag für dich, Lami. Und zwar wurde mir ganz, ganz viel Geld gestohlen. Und du musst dich darum kümmern. Du musst herausfinden, wer diese Person war. Moment mal, was? Ist dafür nicht die Polizei zuständig? Ich meine, ich weiß, ich bin ein guter Detektiv und sowas, aber bin ich wirklich die richtige Person für sowas? Naja, ich habe deine YouTube-Videos gesehen und ich muss wirklich sagen, du bist tatsächlich ein besserer Detektiv als die anderen hier in der Stadt. Deswegen, ja, du bist zuständig für diese Mission. Moment mal, du hast meine YouTube-Videos gesehen? Hast du denen auch einen Daumen nach oben gegeben? Nicht nur das. Ich hab dich auch abonniert, mein Freund. Ja, sehr gut. Das höre ich doch gerne. Aber bei dieser Mission, was springt da für mich raus? Für dich springen 15 Millionen bei dieser Mission raus. Oh Gott, was? 15 Millionen? In der Tat, Lami. 15 Millionen. Und ich habe da auch schon eine Person, die ich verdächtige. Und zwar niemand geringeren als meine Tochter. Moment mal, was? Deine Tochter? Goldie Goldmann? Die hübscheste Person in ganz Brookhaven? Gold, richtig.
Und ich habe ihr schon Bescheid gegeben. Du bist ab sofort ihr neuer Bodyguard. Aber du musst nur herausfinden, ob sie das Geld von mir gestohlen hat oder nicht. Verstehe. Ich tue so, als ob ich ihr neuer Bodyguard wäre. Aber in Wahrheit muss ich nur für dich herausfinden, ob sie das Geld gestohlen hat oder nicht. Okay, ich verstehe. Ich habe also eine richtig coole Mission. Oh Mann, Freunde, dafür müsst ihr unbedingt einen Daumen nach oben geben. Nicht so voreilig, Lami. Solltest du diese Mission nicht bestehen, dann werde ich dir mit diesem Gerät dein Gehirn in Matschepampe verwandeln. Und dann wirst du nie wieder klar denken können, verstanden? Ei, Captain. Ich hab's verstanden. Alter, die Familie Goldman ist wirklich so reich, dass die Tochter Goldie Goldman sogar ein eigenes Haus am See hat. Mit einer Yacht sogar da hinten. Na gut, ich muss jetzt meine Rolle perfekt als Bodyguard spielen. Aber Freunde, wir wissen, ich habe eine Mission. Ich muss herausfinden, ob die Tochter bei ihrem Vater gestohlen hat oder nicht. Es geht um sehr viel Geld und irgendwo auch um mein Leben. Naja, dann wollen wir mal und Ding Dong. Du musst wohl der neue Pooljunge sein. Nein, Goldie. Ich bin ab sofort der neue Bodyguard. Mein neuer Bodyguard? Aber du siehst so klein und schwächlich aus. Klein und schwächlich? Oh Mann, das sagen irgendwie wirklich alle zu mir. Aber das stimmt nicht. Hinter meinem T-Shirt befinden sich ganz, ganz viele Muskeln. Glaube ich. Naja. Dann wollen wir mal testen, ob du ein guter Bodyguard bist. Ich muss jetzt auf jeden Fall zur Schule. Na los, fahr mich. Fahren? Ich kann doch gar nicht fahren. Ich habe kein Auto. Das ist doch nicht schlimm. Dann trag mich. Na los. Hey, was soll das? Oh Mann, ich muss dich jetzt zur Schule tragen? Na gut, ich bin dein Bodyguard. Ich muss dafür sorgen, dass es dir gut geht. Dann wollen wir mal. Oh Mann, ich kann nicht mehr. Oh Mann, ey. Hier sind wir in der Schule. Ich kann absolut kein Meter weitergehen. Gut gemacht, Bodyguard. Das nächste Mal aber bitte ein bisschen schneller, ja? Oh, hey, mein Goldbärchen. Da bist du ja endlich. Und wer ist denn dieser Loser da vorne? Oh, das ist mein neuer Bodyguard. Dein neuer Bodyguard? Aber der sieht ja mal mega klein und schwächlich aus. Klein und schwächlich? Ich zeig dir mal gleich, wer klein und schwächlich ist. Naja, wie auch immer. Ich trau ihm nicht. Ich weiß nicht, ob er der richtige Bodyguard für dich ist, mein Goldbärchen. Ich glaube, er will dir nur das Geld aus der Tasche ziehen. Ja, das werden wir noch herausfinden. Er ist gerade sowieso nur auf Probe. Ich soll nur auf Geld aus sein? Was soll das denn heißen? Ich habe eine Mission für Mr. Goldman. Psst, Lami, vermassel es nicht. Oh Mann, stimmt. Ich darf es nicht vermasseln. Ich muss meine Rolle als Bodyguard immer gut spielen. Na gut, Goldie? Was machst du denn da oben? Na gut, du guter Bodyguard, dann wollen wir mal wirklich sehen, wie gut du bist. Was? Was soll das denn heißen? Na los, mein Bodyguard, fang mich auf. Wow, oh Mann, ey, das war richtig knapp. Goldie, das war auch richtig gefährlich, weißt du das? Und fang mich doch, wenn du kannst, Lami. Was soll das denn heißen? Fang mich doch, wenn du kannst. Moment mal, bleib stehen, wohin willst du? Oh Gott, wo ist sie hingerannt? Goldie? Goldie, bleib stehen, ich krieg dich. Oh Mann, was hat die denn jetzt vor? Oh Gott, ich bin echt nicht so ein schneller Renner. Und ich hab dich, Goldie. Hihi, eigentlich wollte ich dir nur was hier oben sagen. Und zwar, Lami, der Junge vorhin, er ist wirklich eine Nervensäge. Und ich date ihn nur, weil er mir sonst zu sehr auf die Nerven geht, weißt du? Moment mal, wenn er dich so sehr nervt, warum seid ihr dann zusammen? Aha, ist da wohl jemand eifersüchtig? Naja, wir haben schon so oft Schluss gemacht und sind wieder zusammengekommen. Naja, warum bist du denn so neugierig, Lami? Moment mal, ich und eifersüchtig? Das stimmt doch gar nicht. Hihi, ich glaube, mein Bodyguard ist verguckt in mich. Nein, ich glaube nicht, Goldie.
gut, Lami, ich zeig jetzt einfach mal mein Schlafzimmer. Dein Schlafzimmer? Oh, wow. Oh, Mann, ey, was hast du hier bitte für einen krassen Ausblick? Alter, Moment mal. Du siehst sogar beim Baden den Wasserfall. Abgefahren. Und hier ist der Kleiderschrank. Moment mal. Dort ist auch der Tresor. Was ist, wenn Goldie dort das Geld versteckt, das sie von ihrem Vater geklaut hat? Was hast du gerade gesagt, Lami? Ich habe gerade gesagt, ich finde deine Klamotten mega cool. Ist das hier ein Lami-Army-T-Shirt? Eigenartig. Naja, dann... es ist schon ziemlich spät. Ich glaube, wir sollten schlafen gehen, Lami. Na gut. Ich gehe dann mal schlafen. Gute Nacht, Goldie. Und sie schläft tief und fest. Das ist die perfekte Gelegenheit, um in den Tresor zu gucken. Und dann werden wir herausfinden, ob sie ihren Vater bestohlen hat. Na gut, was ist jetzt der Code? 4 Buchstaben. Vielleicht probieren wir das Ganze einfach mal mit G-O-L-D. Gold. Und es funktioniert. Moment mal, das ist ja schon viel Geld, aber ist das Geld, worüber der Vater gesprochen hat? Das sind vielleicht 500 Robux oder so. So viel ist das jetzt auch nicht, oder? Ich dachte eher, es geht so um 500.000 Robux oder 5 Millionen Robux, aber das... Ich hab's doch gewusst. Und der Junge in der Schule hatte also auch recht. Du bist kein guter Bodyguard. Du bist nur nach dem Geld hinterher. Ich könnte ausrasten. Aber Goldie, du verstehst da was falsch wirklich. Das ist nicht das, wonach es aussieht. Du musst mir doch wirklich glauben. Moment mal, da ist jemand. Lami, was machst du da? Oh, hey Goldie, was machst du denn noch um diese Uhrzeit hier in deinem Kleiderschrank? Du solltest doch schon längst schlafen, oder nicht? Oh, mit dir habe ich ja gar nicht gerechnet und wie bist du nur ins Haus gekommen? Naja, du weißt schon, ich habe da so meine Wege hier reinzukommen, aber erstmal nimm das! Oh, wow, was war das denn? Ist das nicht das Gerät, womit man Gehirne manipulieren kann? Was hat der denn jetzt vor mit Goldie? So, Goldie, da du jetzt mir wieder gehorchst, hast du eine Mission für mich zu erledigen. Und zwar musst du mir dein ganzes Geld geben und neues Geld bei deinem Vater klauen, der ist eh reich genug. Du brichst jetzt bei ihm sofort zu Hause ein und klaust mir 1 Million Robux. Ei, ei, ich hab verstanden, Meister. Moment mal, was? Es stimmt also, er hat sie manipuliert und... sie wird jetzt Geld für ihn klauen? Jetzt verstehe ich das Ganze. Hey, da ist doch irgendetwas im Kleiderschrank. Was befindet sich dort? Im Kleiderschrank ist... der einzig wahre Bodyguard. Nimm das! Now, was hast du getan? Was ist denn hier los? Haha, keine Sorge, Goldie. Er ist die ganze Zeit über... der Übeltäter gewesen. Moment mal, was? Du hast meinen Freund umgeschlagen, nur weil du eifersüchtig auf ihn bist? Moment mal, ich glaube, du verstehst da was ganz klitzekleines falsch, Goldie. Na, wenn du so eifersüchtig auf ihn bist, dann küss mich doch endlich. Moment mal, was? Mwah, da mach ich es eben. Was sollte das denn, Goldie? Ich glaube, ich muss dir was erzählen. Ich war nicht dein echter Bodyguard. Ich war auf der Mission von deinem Vater und musste herausfinden, wer das Geld von ihm geklaut hat. Und die Mission hast du erfolgreich erledigt, Lami. Hier bekommst du 15 Millionen Robux. 15 Millionen Robux? Ich gebe dir nochmal 5 Millionen obendrauf, wenn du noch mein Freund bist. Was geht hier eigentlich ab, ey? Moment mal, du kennst mich nicht und willst mir trotzdem 1 Million Robux schenken? Ja, ganz genau.
Oh Mann, was ist das denn nur für ein Tag? Ich treffe irgendein fremdes, hübsches Mädchen und sie möchte mir einfach 1 Million Robux schenken. Aber Lami, nicht nur das Geld möchte ich dir schenken, ich werde dir auch einen Kuss geben. Einen Kuss? Wie cool ist das denn? Na gut. Ich kann mich nicht bewegen. Na los, Lami, komm zu mir. Gib mir einen Kuss und nimm das Geld. Ich versuche doch wirklich, mich zu bewegen, aber es geht nicht. Was ist hier los? Los, Lami. 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 Was ist denn hier los? Mama? Na los, Lami, wach endlich auf. Los, Lami, du kommst zu spät zur Schule. Oh nein, Mama, du kannst mich doch nicht wecken, wenn mich das erste Mal ein Mädchen küssen will. Das wäre so ein schöner Traum gewesen. Oh, Lami, das tut mir wirklich leid, aber wie gesagt, du kommst zu spät zur Schule. Na los, du Stinker. Ist ja gut, Mama, ich gehe ja schon. Oh Mann, erstmal brauche ich ein bisschen frische Luft, ey. Wie lange habe ich denn geschlafen? Moment mal. Die Schule fängt in 1 Minute an? Oh nein! Oh, hey, Lami! Moment mal. Der Schulmobber? Hey, cooles Auto! Na los, Lami, komm runter. Ich fahre dich zur Schule. Ich nehme dich mit. Oh, was? Mich? Jetzt? Wirklich? Okay, ich komme ja schon runter. Oh Mann, der Schulmobber ist meine letzte Rettung, sonst komme ich zu spät zur Schule. Na los, weg hier. Nein, bleib stehen. Oh Mann, ich dachte, der Schulmobber wäre einmal nett zu mir. Oh Mann, ey, Lami haben wir es wirklich gezeigt. Und er kommt zu spät zum Unterricht und dann noch bei Frau Sauer. So, guten Morgen, liebe Schüler. Wie ich sehe, fehlt einer. Na gut, wir machen trotzdem mit dem Unterricht weiter. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich komme zu spät zum Unterricht und wir haben noch die erste Stunde bei Frau Sauer. Hier bin ich. Tut mir leid für die Verspätung. Ah, Lami, da bist du ja. 2 Minuten zu spät. Das heißt dann auch, dass du 2 Stunden nachsitzen wirst. Oh nein, bitte nicht, Frau Sauer. Oh Mann, ey. Ihr habt mich reingelegt. Das war voll fies von euch. Na gut, liebe Schüler. Vorab möchte ich euch noch eine Frage stellen. Und zwar, was ist euer Traumberuf? Also ich möchte irgendwann ein Auftragskiller sein. Und ich möchte irgendwann ein Geheimagent sein. Oh, wow, das sind ja tolle Berufe. Und Lami, wie sieht es bei dir aus? Naja, ich möchte irgendwann YouTuber werden. YouTuber? Das ist doch kein richtiger Beruf, Lami. Für diese dumme Antwort kannst du nochmal 2 Stunden länger nachsitzen, genau. Aber YouTuber zu sein ist doch auch ein cooler Beruf. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey, nach dem Unterricht ist es immer am schönsten, zur Cafeteria zu gehen. Moment mal, das Mädchen, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das war doch das Mädchen neulich aus meinem Traum. Ganz genau, das Traummädchen. Oh Mann, ich habe nur diese eine Chance. Ich muss sie unbedingt ansprechen. Ich hab von ihr geträumt. Ich bin so alleine hier, wenn es nur jemanden geben würde, der mit mir eine Pizza essen kann. Oh, das ist meine Chance. Na gut, dann wollen wir mal und... Oh, hey, was geht denn ab, Lami? Was? Die Schulmobber? Was wollt ihr von mir? Na, Lami, du willst doch YouTuber werden und da dachten wir uns... Wir helfen dir bei deinem ersten YouTube-Video. Ja, Mann, wir haben sogar eine richtig coole Video-Idee. Da bekommst du bestimmt ganz viele Abonnenten und Likes. Was? Ihr wollt mir wirklich bei meinem Traum, YouTuber zu werden, helfen? Und, wie habt ihr euch das vorgestellt? Naja, also Lami, erstmal
Siehst du das hier an? Ich kann nicht sehen. Hey, was hab ich auf dem Kopf? Was habt ihr vor? Naja, wie gesagt, wir wollen dir nur bei deinem Traum helfen. Was? Bei meinem Traum helfen? Hey, sag mal, wo schleppst du mich hin? Einen kleinen Moment, Lami, wir sind gleich schon da. Na, jetzt lass mich doch endlich los. Was soll das? Ich dachte, ihr wollt mir wirklich helfen. Au! Oh Mann, ey, wo bin ich hier? Oh Mann, Lami, und ich dachte, du gehörst zu den coolen Leuten aus der Schule. Oh Mann, wenn das Video ins Internet kommt, dann werde ich es auf jeden Fall liken. Das Video geht bestimmt viral auf TikTok und YouTube. Ja, Lami, wir werden dich alle abonnieren. Dann hast du schon 3 Abonnenten. Oh Mann, ey, wie fies kann man nur sein. Aber wartet ab, ich werde es euch noch zeigen. Ja, wir werden schon sehen. Ciao. Freunde, ich kann das alles nicht mehr. Ich bin langsam so wütend, dass ich glaube, dass ich explodiere. Oh yeah. Jetzt werde ich es allen heimzahlen. Den haben wir es ja wirklich gezeigt. Boah, stehen geblieben. Hier kommt ihr nicht mehr weiter. Wenn das nicht der Mülltonnen-Lami ist. Na, läuft dein YouTube-Kanal schon? Ihr drei, ihr habt mich alle wütend gemacht und dafür werdet ihr alle bezahlen. Was ist denn jetzt nur mit dem Spinner los? Oh Mann, das müssen wir auch aufnehmen mit dem Handy. Das können wir auch auf YouTube hochladen. Sein zweites Video. Lami dreht durch. Ich werde das Video sogar kommentieren, Lami. 2-mal. Ihr habt es so gewollt. Nimm das. Das habt ihr eben davon. Irgendwas stimmt da nicht. Das ist nicht Lami. In Lami ist ein Dämon oder sowas. Oh nein. Ich bin ganz der Alte. Und ich werde euch jetzt ins Grab legen. Wie gruselig. Lami hat sich in einen Teufel verwandelt. Was machen wir jetzt nur? Tja, tut mir leid, aber jetzt könnt ihr gar nichts mehr machen. Ich werde jetzt eure Körper alle bombardieren. Na, was? Wir werden alle sterben. Da muss ich nochmal in meine Pizza reinbeißen. Oh Mann, ey, was riecht denn hier so gut? Moment mal, eine Pizza, gib mir die her. Und was macht ihr denn alle auf dem Boden? Lami ist ein Monster! Was? Was ist nur in den gefahren? Ich muss abhauen! Hilfe, Mami! Du willst die Pizza? Hier, nimm sie bitte! Nimm alles, was du willst, aber lass mich in Ruhe! Wie lecker, aber sag mal, was habt ihr denn alle? Warum lauft ihr alle weg von mir? Einfach nur so. Ciao. Ich habe wirklich keine Ahnung, was die alle haben. Die laufen alle weg von mir, als wäre ich irgendein Teufel oder sowas. Aber Freunde, das war's auf jeden Fall mit diesem coolen Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und vergesst natürlich nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr solche coolen Videos nie wieder verpasst. Und Freunde, links und rechts seht ihr noch die letzten 2 Videos. Die müsst ihr auch unbedingt abchecken, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Ansonsten sehen wir uns morgen wie immer bei einem neuen Video wieder. Und ciao!